Hi, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Arthurs Discount Bushcraft Hit Gedanken. Es wird mit Sicherheit den einen oder anderen geben, der schon mal auf Dave Canterburys Webseite dieses Jeremy Janey's Fixing Wax gesehen hat. Riecht nach nix. Sieht ein bisschen anders aus als mein eigener Fixing Wax. Das ist der da. Den habe ich auch in so einer Verpackung gemacht, hier so wie man die bei, wie heißt der bis jetzt noch gleich? Ich komme nicht drauf, ist egal. Also das ist meiner, den ich schon mal gemacht habe. Und das war das Ausgangsmaterial und zwar vom Aldi, eine Wabenkerz zweifarbig aus 100% Bienenwachs. Ich hoffe, man kann das sehen. Und das werde ich heute noch mal für euch nachmachen. Vorausgelassen hatte ich Schweineschmalz, also Schweinespeck. Der ist jetzt hier drin. Mit dazu gerührt war Vitamin E. So, jetzt packe ich das hier aus. Ich mache heute noch eine kleine Menge. Eine ganz kleine Menge. Die will ich hier reinfüllen in so einen Behälter, wo sonst Teelicht drin ist. So unterwegs. Kann man noch schön auseinanderdröseln. Oh, das sollte nicht passieren. Mache ich ja doch heute noch ein bisschen mehr. Ich könnte ja jemandem was schenken. Da fällt mir auch schon jemand ein. Sehen könnt, das wird ganz schnell wieder fest. Also warten, bis es einigermaßen fest ist und dann wieder hinzufügen. Dann hat man auch nichts verloren.
nicht so gut mit dem Finger zu schneiden. Weiß der Teufel. So beschissen wie das Fiskars-Messer auch ist, ich benutze das für meine kleinen Experimente. Das ist gut genug für. So, da müsste aber schon genug für drin sein. Für mein kleines Teelicht. Mal gucken, ob man das sehen kann. Ja. So, muss ich mal ein bisschen was einfüllen. Ja. Alles, was daneben läuft, kann später weiter benutzt werden. Die Arthur Flaming Show. Gott ordentlich. Jetzt wollen wir das abkühlen lassen. Und dann melde ich mich nachher wieder. Es wird wahrscheinlich dunkel sein, bis alles schön abgekühlt ist. Also jetzt nicht das hier, aber so Schweineschmalz. Wenn das hier vorher fertig ist, dann gehe ich mal stark von aus. Dann will ich das wieder aufnehmen. Bis gleich. Hi. So, dieser Coca-Cola-Dose ist jetzt fertig erkaltet. Na, das wäre schwer aufzukriegen. Lard, Schweineschmalz. Und das ist wirklich aus 100% reinem Schweinefett gemacht. So, und jetzt, da es ja schon fest ist, nehme ich etwas davon. Und das reibe ich in diese Lederscheide ein. Sieht euch das an. So. Und dann kann ich auch ein bisschen was von dem Schweineschmalz hier auf die Klinge tun. Nehme ein bisschen was von dem Schweineschmalz hier weg, tue es hier rein, Wiener so ein bisschen hier rein. Das Messer rein, welches ich vorher mit meinem Fixing Wax imprägniert habe. Und so habe ich für ganz kleines Geld meine Sachen selbst imprägniert. Und längerfristig vor der Witterung geschützt. So, das war eigentlich schon von mir. Ich hoffe, ihr könnt meine ausgemachten Tipps nachvollziehen, nachmachen und habt was davon. Würde mich freuen. Und falls ja, hinterlasst mir einen Kommentar. Danke fürs Zuschauen. Kommentare, Bewertungen werden gerne gesehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich glaube, dann haben wir nächstes Jahr. Ach übrigens, heute haben wir den 30.12. Ich habe morgen Geburtstag. Wer schickt mir ein neues Messer? Hm? Na, keiner. Na gut. Also, bis dann. Tschüss.